folgt ihrem Besitzer auf Schritt und Tritt und das in jedem Terrain. Anhänglich wie ein Hund soll sie sein, die Drohne Air Dog, die dieses Video gefilmt hat. Das Besondere? Für solche Aufnahmen ist kein Pilot nötig. Der Quadrocopter fliegt automatisch und folgt dabei seinem Besitzer. Damit die Drohne einem folgt, muss man dieses Gerät hier anlegen. Sieht aus wie eine extrem dicke Armbanduhr, ist aber so eine Art Fernbedienung, die über eine Bluetooth-Version mit besonders großer Reichweite mit der Drohne verbunden ist. Dadurch weiß die Drohne immer genau, wo man ist. Über die kann man dann auch einstellen, in welcher Höhe und in welchem Winkel zu einem die Drohne fliegen soll. Die Erfinder präsentieren ihren Selfie-Copter bei einer Flugdemo auf der Elektronikmesse CES. Falls Sie sich über die Schnur wundern, die hat die Firma nur aus rechtlichen Gründen an die Drohne gebunden. Der AirDog fliegt tatsächlich ohne Steuerung und folgt dem Skater. Meistens zumindest. Die Aussteller schieben das auf die vielen Funknetze auf dem Messegelände, die ihren Quadrocopter durcheinander bringen. Die Drohne hat dann hier vorne eine Halterung. Da kann man hier zum Beispiel eine GoPro, kann man auch jede andere Sportkamera einklinken. Die ist in allen möglichen Richtungen beweglich, so dass da wirklich auch aus vielen, vielen verschiedenen Perspektiven gedreht werden kann. Es gibt noch andere Möglichkeiten, sie zu benutzen. Man kann einen Pfad vorgeben, den sie dann entlang fliegt, auch unter Hindernissen, unterdurch zum Beispiel. Und damit unterscheidet sich dieses Exemplar sehr, sehr deutlich von allen anderen Drohnen, die wir bisher so kennen. Kein Wunder, dass sie eins der 11 am besten finanzierten Kickstarter-Projekte bisher ist. 1,3 Millionen Dollar sind bisher damit eingenommen worden. Der Kaufpreis liegt im Moment bei 1.300 Dollar für Vorbestellung, soll nachher auf 1.500 Dollar steigen. Nicht gerade billig, aber durchaus für die Funktion angemessen. Sicherlich eine der spannendsten Neuerungen auf dem Drohnengebiet, die wir bisher so gesehen haben.